Dichter Qualm trinkt aus einer Firma für Autoteile, Aufnahme mit einer Drohne. Bei dem Feuer wurden mehrere Gebäudeteile zerstört. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto. Üdem. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zu einem Großbrand beim Autozulieferer Mühlhof in Üdem ausgerückt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Mehrere Gebäude des Automobilzulieferers Mühlhof in Üdem am Niederrhein standen am Sonntag, 29.12., in Flammen. Die Etnina meldete um 8.49 Uhr folgenden Warnhinweis. In Üdem an der Mühlhofstraße ist es durch ein Feuer zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Anwohner werden aufgefordert, in den Häusern und Wohnungen zu bleiben. Gegen 13 Uhr gab es für Anwohner eine Entwarnung. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. 250 Einsatzkräfte der Üdemer Feuerwehr sowie die umliegenden Gemeinden und der Bundeswehr waren mit zahlreichen Löschzügen vor Ort. Der Einsatz lief seit etwa 8 Uhr. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion berichtet, sind ein Verwaltungsgebäude und 7 der insgesamt 12 Hallen der Firma betroffen. Einige Dächer der Hallen waren zwischenzeitlich eingestürzt. Die Firma Mühlhof hat seit 1832 ihren Stammsitz in Üdem. Mit komplex umgeformten Bauteilen beliefert Mühlhof weltweit namhafte Automobilhersteller. Um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern, ist eine Regelstellung eingerichtet worden. Zwar sei der Brand mittlerweile unter Kontrolle, doch der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Eine Brandwache werde nach den Löscharbeiten eingerichtet.